Ja, guten Mittag YouTube. Mein Name ist Marcel Barros. Ich bin ein Amateur von Batterien, schon seit ewig, schon mehr als 30 Jahre. Nickel-Cadmium in der Zeit war Technik, die angesagt war. Und da habe ich dann selber so Ladegeräte gebaut, die Zeit schon, für die zu laden. Und heute, am 21. Jahrhundert, sind wir beim Lithium gekommen. Und Lithium wird viel davon darüber diskutiert, also es gut, also es nicht gut, also es ethisch korrekt oder nicht, der Umwelt schert und so viel. Aber es gibt nicht nur Lithium-Batterien, es gibt auch andere mit Materialien, die benutzt werden, wo Lithium können ersetzen. Genau wie der Kobalt auch, den auch ziemlich umstritten ist. Voilà, und es gibt dann an den Lithium-Batterien Lithium-Ionen. Ionenbatterien, das sind die zum Beispiel, die am Tesla verbaut sind. An seinem Tesla Model S sind von 16 Elementen, wo alles über 400 der Einzelzellen drin sind, natürlich am Ganzen über 7000 der Lithium-Batterien. An die haben aber eine gewisse Problematik, nicht nur wenn zum Beispiel ein Handy bei mir auf Flamme geht, das geschieht ganz selten, Gott sei Dank, aber das kann vorkommen. Ein von den Gründen ist, bei Lithium ist ein relativ reaktives Material und da geht eben so viel Energie auf kleinstem Raum konzentriert und dann ist die Reaktivität ist dann eben da. Ne? Zumal, wenn dann die Membran perforiert wird und dann entsteht man dann auf einen Kurzschluss, wenn die Lithium-Batterien einen gewissen Alter haben oder zu viel beansprucht gesehen, wie zum Beispiel bei Quadcoptern, die wenn es Licht müssen bringen. Voilà, also Lithium-Ionen, das ist eine mega gefährliche Technologie. Und der Teil, was ich hier entdeckt habe, was ich heute präsentieren wollte, das Lithium-Eisen-Phosphat. Das sind Zellen, Einzelzellen, das sind relativ kräftig, die hat 280 Ampere-Stunden. Wenn das hochrechnet, das ist schon am Anfang 8 der Zellen hier an der Küste. Da ist schon noch eine Brille extra dabei, für was? Weil die Zellen, wenn da gewisse Schlüssel drauf fallen, wie zum Beispiel oder so ein Stück, dann entstehen da so hohe Ströme, dass das Metall flüssig geht und da kann den verbrannt gehen, es gibt einen riesen Blitz. Und dafür diene ich meine Brille an, einfach als Sicherheitsmaßnahme. Also sobald jemand so Batterien hantiert, gerade mit Geschirr, ein Rad soll zum Beispiel auch immer isoliert sein, für falls es einem aus der Hand fallen, dass es nicht auf Kontakt fällt, an dem Moment der Kurzschluss könnte provozieren. Aber ganz wichtig, bei einer Reihenschaltung habe ich 80 Zellen schon eng rausgeholt, da muss alle einzelne Zellen überwacht gehen. Weil die können ja driften, natürlich. Du kannst eng, die bist wie schwer ist, die kann mehr, ja, die hast dann mehr niedrig. Aber wenn ich die da löse, dann appliziere ich den Plus und den Minus auf die Extremitäten, dann gesagt, Ladegerät nicht, wie die einzelnen Zellen sich verhalten. Das ist den Desequilibrium, das Ungleichgewicht von den einzelnen Zellen, das wird dann nicht erkannt. Und dafür ist ein BMS, ein Battery Management System, gibt da angesagt, das ist eine Elektronik, die hat den auch schon bei einer Batterie von einem Handy, weil auch da darf die Spannung nicht an einem gewissen Minimum gehen. Beim Handy also normalerweise 3 Volt, weil ein bisschen eine andere Chemie als für die Heizen. Hier sind wir bei 2,5 Volt, das ist die Minimumspannung, die darf nicht da drinnen gehen und darf nicht über 3,65 Volt gehen. An genau den Apparat, das ist, du hast ein Draht, den ob alle Zellen könnt. An den Apparat, das ist eine Elektronik, die überwacht eben permanent die 8 verschiedenen Spannungen von den Zellen. Voilà, also schon die bestellt, den billigste Weg aus dem Funk direkt aus China zu bestellen. Das ganze BMS, den ich überhaupt nicht dabei, da mache ich ein extra Video für die BMS. Den hat zusammen mit den Zellen ca. 1300 Euro gekostet. Dem nur wie ein Händler in den kauft. Und das, wie gesagt, im Moment, das ökonomisch, weil ich kann kaufen an der Lithium-Metall-Phosphat-Technik. Just für kleine Vergleich zu machen, also wir schätzen von ca. 1300 Euro. Da haben wir eine Kapazität, das ist, wir teilen 3,2 Volt für eine Zahl, mal, nehmen wir multiplizieren. 3,2 Volt mal 8 Zellen und dann die Kapazität von einer Zelle 280 Ampere Stunden.
Und da kommen wir auf mehr als 7 Kilowattstunden. Das heißt, wenn ich einen Apparat habe, den 1000 Watt brauche, kann ich den Apparat dann während 7 Stunden betreiben. Und das ist schon ein immenses Energie-Kraftpaket, kann ich sagen. Ne? Für mit einem geläufigen Heimspeicher zu vergleichen, den ziemlich bekannt ist, das ist Tesla Powerwall. Der kostet, also im Moment sind wir bei der Version 2, Powerwall 2, der kostet ca. 9.600 Euro. Boah, natürlich ist da eine Elektronik dran, die den Strom relativ schlau verwaltet, was hier nicht der Fall ist. Das ist gedurcht, wie wenn er im Netz hängt und will ihn aber seinen eigenen Solarstrom nutzen. Da sehen dann eben, dass die Elektronik, die wenn ihr oben sehen könnt, zum Beispiel die Sonne als Fort, dann gibt eben Geräte, wie wenn ihr Kach zum Beispiel, da könnte Strom von den Batterien. Und ja, das geht dann normalerweise durch für oben, je nach wie dick die Zelle ist. Also wir haben hier geschwärt von 13,5 Kilowattstunden, das ist dann den Tesla Powerwall 2, 13,5 Kilowattstunden. Das ist dann von der Durbild von dem heutigen. Mir kostet etwa 10.000 Euro und die Hai, wie gesagt, liegt bei 1.300 Euro. Für die halbe Kapazität, das ist mal 2, wären wir bei 2.600 Euro. Und für dieselbe Energiemenge, die man könnte durchspeichern. Ich fand das wirklich ganz interessant, das ist wirklich die Fähre zum Preis. Und natürlich muss ich noch wissen, wer den Hai möchte. Also, ja, ich bin Elektriker von Beruf und die Grundprinzipien habe ich gelehrt, die habe ich intus. Erstens, wie gesagt, wenn hier ein Kurzschluss entsteht, ich kann den Bickel hier drüber haben, geschieht gar nichts. Aber wenn ein Kurzschluss hier entsteht, dann entsteht ein immenser Funken und das ist wirklich gefährlich. Dafür, wie gesagt, die Brille. Ich habe hier noch eine dicke Sicherung dabei. Ich meine, das ist eine 200 Ampere Sicherung. Die ist für zu weisen, dass es wirklich die Sicherheit wichtig ist. Das ist nicht schlimm, für so wenig noch dabei zu machen. An Plusleitungen entwegen, falls ich irgendwo ein Kurzschluss gebe entstehen, da gebe ich die dort den Wäschschmelzen. Aber der BMS selber, was den Anfang mischt, den überwacht, wie gesagt, alle Einzelzellen, sobald eine Zelle über die 3,65 Volt geht, schalten den Ausgang, das heißt, das geht komischerweise auf der Minuspol. Das heißt, der BMS hat zwei ganz dicke Leitungen, die einen auf den Minuspol und die andere geht da weiter und der Wechselrichter, für dann die Verbraucher eben zu betreiben. Und ich schalte dann den so Power-Transistor und schalte den, wenn irgendwelche Parameter über Schrott oder inner Schrott geht die Batterie einfach losgeklemmt zur Sicherheit. Weil, wenn die dort die Schwelle von 2,5 Volt gehen, dann können sie Schwert erleiden und dasselbe auch für, wenn sie drüber gehen. Ganz wichtig ist eben, für zu sehen, dass die Technik Lithium-Metall-Phosphat viel mehr reaktiv und gefährlich ist wie Lithium-Ionen-Batterien. Das ist wirklich ein großer Vorteil von den heute. Die sind noch mehr Temperatur unempfindlich. Die Lithium-Ionen, die haben nicht gerne, wenn sie zu warm gehen. Und auch einer Minus, also einer Null, der werden gut nicht fahren mit den Lithium-Ionen. Beim Tesla da haben sie ein Heizungssystem. Ich habe selber eine Tesla-Batterie gekauft, als Occasion, wie ich auch betreibe für den Solaranlage daheim. Da haben sie so eine Art Schlauch, ganz dünn, an dem berührt alle einzelne Zellen. Und da können sie damit eine Flüssigkeit, die eben da durchgeschickt wird, da können sie Zellen alle gut entweder killen, wenn sie zu warm gehen. Sie dürfen das nur, wenn ich zu schnell lade, wenn ich nur mit 300 Ampere lade oder 500 Ampere, die ganz schnell laden. Oder wenn ich ganz schnell fahre, wenn ich viel Leistung von meinem Motto auf die Batterie verlange, dann gehen die Batterien natürlich auch warm. Natürlich wird Strom mehr groß sein, wird die Batterien natürlich auch mehr warm gehen, die Reaktion. Wir kennen nicht von den Handy, wenn man ein Handy abladen, dann geht den auch warm, dem nur weh. Dasselbe ist das eben noch bei den Batterien. Also ich habe das entdeckt, also es gibt ein ganz paar Videos auf YouTube. Es gibt da viel auf Englisch, mittlerweile auch schon auf Deutsch, wo die heute eben revisiert gehen. Und es gibt ganz Forumen, wo ich könnt auch informieren. An deutscher Spruch, natürlich an englischer Spruch, ist viel mehr da, weil eben 80 Millionen Deutscher
ja, die an Deutschland wohnen, also amerikanisch, englischsprachig, der Raum ist viel mehr groß, allein 300 Millionen in Amerika. Dann haben wir Australien, England und so weiter und all die anderen Länder. Geht immer nur auf Englisch gesprochen, dafür kann ich da viel mehr Informationen kriegen. Ne? Und zum Beispiel, als noch eine ganz wichtige Sache, ich habe die Küche selber gebaut. Ich drehe die eigentlich auf hier. Wir sind in die anderen Zellen. Und ich habe die so gebaut, dass ich. Dass sie alle gut dran gehen, dann habe ich 2 cm Sput gelöst. Und dann habe ich alle Käse interkaliert, zwischen allen Zellen. Und das ist bei der Heiter nicht so wichtig, weil die hast geduscht für ein Gartenhäuschen. Das heißt, du entsteht keine Vibrationen, wenn du an einem Campingcar wäre. Dann wäre da wirklich ganz gut aufzupassen. Für was? Weil hat der blaue Folie, das ist am Anfang der Pluskontakt. Und wenn die 2 Batterien in der Nähe schauen, und die Folie geht, beschädigt gehen, und die 2 Plussen, wenn wir wieder näher kommen, dann hätten wir einen Kurzschluss von einer Zahl. Aber ein Kurzschluss, entweder ja, in dem Moment, was geschehen, die Batterie geht vor allem, die könnte sogar explodieren. Dafür, das muss unbedingt verhindert gehen. Und dafür habe ich so kleine MDF-Placken geschnitten und die passen da genau dran. Und so sind sie mechanisch wirklich von näher getrennt und natürlich auch elektrisch, weil MDF ist eben, das isoliert schon elektrisch. Voilà, also ganz wichtig. Ja, dann, wenn ich schon von den Placken schwätze, ganz oft geht auch noch mit Gewinnstangen hier, wird das Ganze noch komprimiert. Das heißt, du könnt also ein Metallprofil an 2 Gewinnstangen und da geht es wirklich ganz leicht komprimiert, nicht zu viel, weil das tun sie auch nicht gerne. Mehr beim Luden kann es vorkommen, dass sie ganz leicht kohlen. Und sie sehen, dass die Batterien mehr Zyklusen, Lade-Entlade-Zyklusen können verdrohen, wenn sie eben leicht komprimiert sind. Ich wollte mal so probieren und dann nach einer Zeit wollte ich gucken, ob sie effektiv heim zu quellen oder nicht. Das ist gut, dass wir von Zyklusen schwätzen. Für was? Na ja, Bleibatterien, die an den Campern benutzt gehen, die sonst auf Inselanlagen benutzt gehen. Die sind relativ teuer und relativ schlecht von der Lebensdauer hier. Das heißt, die eine gute Qualität von Batterie, Bleibatterie, sieht das Gel oder die verkapselt Batterien, die halten ungefähr 1500 Zyklen, Ladezyklen. Voilà, also ein Zyklus, das dann ganz entlöden geht und dann ganz gelöden. Das ist nie ein kompletter Zyklus, weil die Batterie geht selten ganz rauf gelöden, aber ganz rauf. Bei der Bleibatterie du kann ich nicht mehr 50% von der Kapazität, die draufsteht, wenn ich so einen Head habe von 280 Ampere-Stunde. Bei einer Bleibatterie du kann ich nicht mehr 140 Ampere-Stunde rausholen von der Batterie. Bei Lithium-Batterien kann ich viel mehr rausholen. Du kann ich, du schwätze mal von 80 bis 85%. Die soll ich nie ganz rupgehen, volllöden. 3,65 Volt soll in einen Schnitt gehen, weil das ist einfach so eine Extremsituation. Das ist wie wenn ich Fass gebe, bis auf den Rand voll gemacht, das ist dann sobald eine Klingvibration, da läuft Wasser schon über. So was auch ein bisschen high, die Hunde nicht gerne, wenn sie vollgeladen gehen. Ja, das zahlt sich auch für ganz hoch. Das ist am normalen Gebrauch, soll ich noch nicht auf 2,5 Volt raufgehen. Aber genau die Parameter kann ich nämlich an der sogar eine App, den BMS, die kommuniziert mit Bluetooth. An der App kann ich eben all die verschiedenen Parameter genau erstellen. Und das ist ein großer Vorteil mit allen Elektroniken, wo das eben nicht wäre. Da würde ich vielleicht den Laptop drüber schließen oder so. Hier geht die über Bluetooth. Ganz einfach kann ich dann die Werte erstellen. Voilà, ich meine, das war mal schon eine gute Übersicht für eine Einleitung zum Thema. Schon habe ein robust Köst geholt. Es gibt auch Leute, die so die kritisieren, für was Holz. Wenn die Batterie brennt, dann ist Holz nicht so gut. Aber ich hoffe, dass. Also, die sollen nicht brennen. Also, dadurch, dass wir die Sicherheit der BMS haben, die auch übrigens einen Temperaturfühler hat, die schaut auch den Ausgang, schaut die weg, wenn eine bestimmte Maximaltemperatur, die ich gebe, so die wird wahrscheinlich bei 35, 40 Grad, kann ich übrigens auch erschalten, also erstellen, ne? Dass die Fühler, die können dann auf die Batterie wirklich gepasst, dass die wirklich einen Kontakt hat mit der Zelle.
Und wenn die sollte warm gehen, weil es auf außen warm ist, weil viel Leistung verlangt, dann in dem Moment geht Schaltebeeren also einfach weg, auch für das keine thermische Belastung da ist. Ja, ich bin so, das wäre mal genug Informationen für das nächste Video über Lithium-Metall-Phosphat-Batterien. Muss ich wissen, an 10 Jahren geht es ganz sicher ganz andere Technologien. Im Moment findet statt ein großes Wettrennen von verschiedenen Technologien, verschiedenen Herstellern. Samsung gibt so viele verschiedene Hersteller, die am Gang sind, zu gucken. Das ist ganz klar, dass Mobilität elektrisch wert sind. An den nächsten 10, 15 Jahren, also ich schwätze schon von Kamion, die sollen elektrisch fahren und so viel und so weiter. Das geht just darum, wie eine Technologie setzt sich hier nur durch, schlussendlich. An denen die Technologie entwickelt hat, ja, den hat den hat nicht den Preis gewonnen in dem Moment, weil den einfach die Marche dann dominiert. Ja. Und ich denke an Video 8, also verschiedene Technologien, oder den Minidisc, den nie richtig abgekommen ist. Technologie war super gut, bei den CD, also durch verschiedene Gründe sind die muss auch verdrängt gehen und so. Also doch heute, es wird irgendeine Technologie wirklich nur den anderen überlegen sind und die werden sich dann wirklich Mainstream durchsetzen. Und los wird die Elektrifizierung von der Mobilität wird stattfinden, auch wenn es viel Gegner gibt, die Leute nicht gerne Veränderungen. Mit Veränderungen ist der Dienst, worüber man sich kann verlassen. Das Leben besteht aus Veränderungen. Und dafür muss ich die einfach akzeptieren. So, merci und dann hoffentlich bis die nächste Jahr. Adi, auf diesem Kanal. Seht ihr Marcel Barros.